Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, Dobarka. Weiter geht's mit Bakarius, unserer kleinen Stadt hier in Patron. Wir erforschen derzeit die nächste Stufe für unser Rathaus, nämlich den Ratssaal. Dauert noch ein bisschen, aber dann sollten uns noch weitere gesellschaftliche Optionen zur Verfügung stehen. Momentan haben wir 2 Influence-Punkte hier noch frei, aber da sollten jetzt ein paar dazukommen. Ansonsten sieht es nach wie vor gut aus. Wir haben die Kohleproduktion erhöht beim letzten Mal. Wir haben einen Hafen ausgebaut bereits auf dieser Seite. Könnten da auch noch ein bisschen mehr Kram reingeben. Wir schauen aber noch ein bisschen mit Adlersaugen. Nämlich dieses Adlers, der immer auftaucht, wenn man lädt. Und zwar immer hier. auf die Nahrungsproduktion und wie sich das jetzt hier so entwickelt über die Zeit des Winters. Aber es sieht extrem gut aus. 3400, wir haben genug. Ja, die Handelsschiffe fahren auch schon in der Gegend rum. Also sollte alles in Ordnung gehen. Bauholz läuft auch gut. Feuerholz ist auch in Ordnung. Auch da haben wir noch genug. Wir sind aber voll ausgebaut, ja. Also da müssen wir dann wahrscheinlich, wenn wir jetzt weiterbauen, drauf schauen. So, hier nochmal reingucken. Momentan 4 Anwohner, alles gut. Wir brauchen hausmäßig noch nicht neu umzubauen oder aufzubauen. Okay, dann lasse ich erstmal schneller laufen. Wir forschen weiter, wir bringen weiter den Kram ran. Ich würde sagen, wir können schon mal die Lieferzeit der Schiffe nochmal verbessern hier. Stein, Eisen, alles vorhanden. Die Kräne auf Stufe 3 bringen. Den Schiffstiefgang. Dann könnten wir... Wir haben jetzt eine Handelskapazität von 600. Also das reicht eigentlich, glaube ich, erstmal. Aber... So, jetzt ist die Forschung abgeschlossen. Jetzt schauen wir mal. Also zum einen schauen wir mal, was wir als nächstes forschen. Wir könnten jetzt schon direkt hier weitermachen mit dem Wachhaus und dem Gasthaus. Ermöglicht den Bau des Gasthauses, den perfekten Ort für deine Bürger zum Entspannen nach einem harten Arbeitstag. Das klingt sehr gut, aber ich würde jetzt erstmal nochmal wieder der Reihenfolge nach hier weitermachen. Wir haben hier ansonsten alles. Den Wohnungsbeitrag und die Basisgüter. Naja, wir machen mal die Basisgüter. Wir machen dann gleich hier noch weiter. Es könnte sein, dass der Wohnungsbeitrag, das wäre natürlich eigentlich super, aber es finden dann alle uns wahrscheinlich doof wegen zu hoher Steuern. Da müssten wir dann nochmal nachgucken. In der Zwischenzeit bringe ich nochmal... Ja, das wird dann schon heftig. 600 Kräuter auf den Weg. Also so viel haben wir dann auch wieder nicht, dass wir jetzt die ganze Zeit 600 Einheiten in der Gegend rumschippern könnten. Wo haben wir das meiste Essen? Wir könnten nochmal Weizen verkaufen. Das hier ist noch nicht ausgebaut zum... Quatsch, Weizen. Hafer verkaufen. Der ist jetzt noch nicht zum großen Hafen ausgebaut. Das sind nur die Docks. Aber das bringt uns hier Kohle. Und dann schauen wir hier jetzt mal rein in den Ratssaal. Jetzt haben wir 15 Influence-Punkte frei. Influencer-Punkte. So, und könnten tatsächlich, wir haben also eine ganze Reihe von Sachen. Wir haben den Heimunterricht, Ausbildung plus 0,3. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Handelsbräuche reduziert die Gewerbesteuer und die Treue. Marktgebühr bringt uns plus 20% Markteinkommen. Das ist eigentlich ganz cool. Können wir uns auf jeden Fall auch leisten. Aber so viel können wir uns dann auch nicht leisten, ne? Wenn das immer 4, 5 kostet hier. Anreiz zur Einwanderung könnten wir machen, aber gerade haben wir echt eine gute Population, muss man sagen. Propaganda für die Treue, Pflichten für die Münzen pro Kaufmann und Adeliger und Tarif für die Bauern und Arbeiter. Wenn wir das beides anmachen, könnte es sein, dass sie wieder zufrieden sind. Aber ich würde jetzt mal fürs Geld sagen, die Marktgebühr ist nicht schlecht. Und dann haben wir schon nur noch 2 wieder. Dann können wir nur noch Tarif und Pflichten einführen. Ja, Heimunterricht wäre eigentlich cool gewesen. Wenn wir die wesentliche Budgetierung rausnehmen,
den notwendigen Unterhalt quasi erhöhen und dafür mal was Gutes tun für unsere Leute und ihnen mehr Ausbildung gönnen, auch wenn ich noch nicht weiß, was das heißt. Ich mache das mal, ich bringe das mal an den Start, dann haben wir unseren Einfluss komplett schon wieder benutzt. Dann haben wir die Basisbudgetierung, lebenswichtige Güter, Baugüter, Lebensmittelproduktion, also alles hier verbessert, was so an Produktion wichtig ist. Heimunterricht für die Schulen, eine Marktgebühr für mehr Kohle und eine Basisbudgetierung, das war für den grundlegenden Unterhalt, den wir da runtersetzen. Und dann haben wir den Winter schon wieder gut überstanden. Feuerholz ist immer noch 1000, das ist immer noch 3000 sogar. Wir können nochmal Kleider- und Töpferwaren verhökern und das vielleicht sogar auch noch ein bisschen nach vorne bringen und noch mehr verarbeitende Betriebe einbauen. Aber jetzt gucke ich hier nochmal. Windmühle und Bäckerei haben wir gemacht. So, die Basisgüter machen wir, die Kirche haben wir gebaut, die Ziegelei haben wir gebaut. Wir haben eigentlich hier alles, ne? Den Apfelwein machen wir noch nicht. Apfelwein. Schauen wir nochmal aufs Lager. Oder auf irgendeins. Ah, hier. Nee, der Markt. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte auf irgendein Lager und mal auf die Äpfel gucken, die wir jetzt so haben. 382. So viel ist es dann doch nicht. Das ist unser Obstgarten. Hier machen wir Kirschen. So, jetzt gucke ich nochmal. Vielleicht machen wir dann jetzt mal mehr Äpfel noch. Aber viel Platz ist tatsächlich nicht mehr, ne? Also es sei denn, wir bauen es tatsächlich um. Es hat jemand von euch auch wieder geschrieben, das ist wirklich fies, dass dieses Teil hier mittendrin steht in dieser fruchtbaren Zone. Da fängt man an zu bauen und muss unbedingt auf diese Zone drauf bauen. Okay, also wo sollten wir hin, wenn wir uns noch große Felder wünschen? Dann müssten wir vielleicht hier oben hin. Jetzt haben wir hier zwei Förster. Ja, das wird aber nicht einfach. Oder eben hier unten rum. Da haben wir nur einen Förster. Dann könnten wir das hier abholzen. Hätten da nochmal ein Gebiet. Da haben wir nochmal ein Gebiet. Ja, und dann mit der Brücke hier rüber, wenn das geht. Schaut euch mal das an. Das ist doch viel fruchtbares Land hier auf der anderen Seite. Okay, dann würde ich eher sagen, wir bewegen uns mit unseren Häuschen hier unten lang. Müssen dann da aber nochmal alles nochmal aufbauen. Also Schule etc. Und müssen über kurz oder lang diese Förster hier vielleicht ersetzen. Aber hier oben passt gut einer hin oder zwei. Ja, okay. Ich glaube, das ist ganz schön auch aus dem Grund, weil wir dann über hier eine Brücke rüber machen können. Und ob man das wirklich erforschen kann, das wäre cool, aber ich glaube es nicht. So, 77 Leute. Wir haben angeblich immer noch nicht genügend Arbeiter, obwohl wir jetzt mittlerweile schon 22 freie Leute hier haben. Ich gehe mal nochmal einen auf Transporteur. Ich bringe auch nochmal einen Sammler ran. Egal. Förster ist noch einer zu wenig, aber momentan sieht es ja alles okay aus. Kerzenherstellung könnte man noch verbessern. Okay. Also, Forschung ist schon wieder durch. Ich dachte, wir könnten schön noch weitere Geschichten hier anbringen, können wir aber nicht so richtig. Potenzial maximieren. Ich rede manchmal Sachen und optimierte Strecke. Machen wir das Potenzial einmal. Und dann vielleicht das Juweliergeschäft für Kämme, die wahrscheinlich ja, für die Kaufleute schon sind. Okay. Wie viel haben wir denn? Wie viele Kaufleute überhaupt? In den Klassen. Also 17 Arbeiter, 58 Bauern, 2 Händler mittlerweile. Händler, Kaufleute, alles dasselbe, ne? So, wir machen die Geschwindigkeit nach oben. Hier immer noch 4. Also momentan geht das alles über die Stadthäuser. Über diese Steinhäuser. Das ist, die Familien vergrößern sich einfach innerhalb der ganzen Geschichte. Oh, und Isolation haben wir hier noch nicht. Da schon. Hier auch noch nicht. Okay, dann gucken wir doch nochmal auf die schicke Geschichte hier, ob wir das jetzt überall gemacht haben. Uah, Lagerungsprobleme. Unsere Vorarbeiter berichten, dass es in einem unserer Lagerhäuser eine Rattenplage gab.
sie sollen den Schaden begleichen. Sicherheit minus 25. Nein, wir werden das natürlich 100 Wachs. Ah, hier steht es auch, wie viel wir haben. Steht das da immer? 100 Töpferwaren, das ist ja furchtbar. Naja gut, aber machen wir das mal so. So, Unterkunft, Steinhaus, bla, ist glaube ich alles. Nein, ein Steinhaus haben wir noch nicht isoliert. Welches auch immer das war, das hier. Logischerweise, wir haben ja hier oben weitergebaut. Das können wir auch trotzdem, glaube ich, nochmal machen. Jetzt würde ich mir einen Planungsmodus wünschen für diesen Bereich hier. Aber wir machen das so ähnlich wie hier, glaube ich. Wir müssen nur nochmal gucken, dass wir eben dann vielleicht auch einen Markt nochmal bauen. Vielleicht mache ich den als allererstes. Gehe nochmal auf 5er Geschwindigkeit und mache hier einfach lustig weiter. Ja, das sind alles hier, das sind alles Geschichten für das Stadthaus. Außer hier oben. Machen wir mal den Sonnenblumenanbau. Dann können wir nämlich Sonnenblumenöl produzieren. Werden Ölmühlen erhitzt, um Öl zu gewinnen. Eine Grundlage für verschiedene andere Produkte. Und die Öllampe ermöglicht die Herstellung von Öllampen in Werkzeugschmieden. Öllampen benötigen Öl. Das macht Sinn. So, ich wollte gucken nach einem Markt. Ah, ist wahrscheinlich ein Stadtgebäude. Ein Friedhof haben wir auch noch nicht gebaut. Erhöht die Religion. Ja, okay. Also, wenn wir jetzt... Also, da haben wir den ersten Markt. Da steht da. So, eigentlich müssten wir irgendwie das hinkriegen, dass die auch schon mit reinkommen. Das heißt, der Markt müsste irgendwo hier hin. Mir nochmal ein Grid, bitte. Da sind Häuser. Hier ist jetzt diese Reihe von Häusern. Jetzt nerven mich die Schafe da schon wieder. Aber ich setze mal einen zweiten Markt hier unten. Ob das jetzt schön ist oder nicht. Wie gesagt, ein bisschen schief ist in Ordnung, finde ich. Mit der Straße nach unten, weil hier sollen noch weitere Häuser drumherum. Dann sollten wir eigentlich gucken, dass wir auch noch eine Schule hier hinstellen und einen Wachturm. Na, Wachturm kriegen wir überall rein. Eine Schule. Wo ist die andere Schule? Die ist... hier ist sie. Die andere Schule. Die ist noch ziemlich gut. Das heißt, die nächste Schule müsste erst dann hier irgendwo hin. Die könnten wir ja ans Meer bauen. Ja, oder sinnvoller wäre sie wahrscheinlich hier irgendwo, wenn wir hier auch ausbauen. Okay, Schule machen wir später. Dann können hier... Wie groß ist ein Friedhof? Oh, der macht aber richtig... Der hat richtig Platz hier auch, der Friedhof. Also der macht richtig ein großes Gebiet. Oh Mann, jetzt nerven mich echt die Schafe hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Genau wieder einer nicht. Wäre eigentlich ein ganz guter Ort hier. Kann man so Felder eigentlich... leicht abändern? Nee, ne? Das wäre noch was Schönes. Nee. Leider nicht. Oder kann ich das... nee. Schade eigentlich. Mittlerweile 8 Schafe hier bei uns. Naja, gut. Okay. Okay, okay, okay. Dann müssen wir das erstmal so in Kauf nehmen. Ob wir jetzt schon diesen Markt starten, das glaube ich eher nicht. Aber wir könnten... Das ist ja auch so leicht verschoben hier alles, ne? Naja, aber die hatten halt noch nicht so exakte architektonische Möglichkeiten, dass das alles immer ganz gerade ist. So, dann haben wir hier jetzt ein Häuschen... Dann könnten wir, wenn wir von hier die Häuser weiterführen, dann geht das mit der Ranch wieder nicht. Oh Gott, ich glaube, ich baue die Ranch echt um. Ich würde jetzt gerne, also ich könnte ja... die Ranch kann ja wirklich überall sein. Aber wir können die Tiere auch nicht verschieben, ne? Von einer Ranch auf die andere. So ein Ärger. Na gut.
dann mache ich die Ansicht erstmal wieder aus, bevor ich das noch ganz schlimm finde hier, wie es aussieht. Wir schauen noch einmal in unsere Unterkunft. Da sind mittlerweile 9 Leute. Wir sind bei 83. Also, wir haben mehr Optionen. Es ist Juni. Feuerholz haben wir in rauen Mengen. Lebensmittel sollten dazukommen. Also, bauen wir weitere Häuser. Und zwar direkt Steinhäuser natürlich. Und zwar irgendwie dahin. Und wir lassen die Ranch jetzt, also doch, die Ranch, die wird irgendwann ersetzt. Das geht gar nicht anders, glaube ich. So, wenn wir jetzt da eins hinbauen und da eins hinbauen, dann sind die zumindest schon mal in der Nähe ganz gut. Die Ziegelei macht offensichtlich keine Probleme. Ich lasse mal langsam weiterlaufen. Dann bräuchten wir auf der anderen Seite auch nochmal, aber ich lasse da mal ein bisschen Platz. Also wenn wir die Ranch da rausschmeißen, die Schule kommt später hier hin. Wachturm brauchen wir noch, der kann aber vielleicht hier einfach dran lang. Ja, vielleicht machen wir es dann einfach so eng beieinander hier. So in etwa wie da. Wenn wir mal auf der gleichen Höhe bleiben wollten. Ja, okay, komm. Komm, Grid. Ich brauche dich doch. Dann müssten wir das dahin packen. Wenn wir mal sagen, wir lassen ein bisschen Platz, auch wenn das jetzt, also wahrscheinlich wird es Sinn machen, das direkt dran zu bauen, ne? So. Aber ein bisschen Platz möchte ich lassen, wer weiß. So. Eins in Richtung des Marktes. Und dann, wie viel Platz brauchen wir dazwischen, damit wir schön da so ein paar Brunnen und sowas reinstecken können. Wie viel haben wir da gelassen? Eine ganze Häuserreihe, ne? Ja. Also Straße, Häuserreihe und dann wieder Straße. Dann wäre es hier. Na los. Und dann baue ich auch noch zwei in die Richtung. Jetzt werden schon hier haufenweise Bäume abgeholzt, aber machen wir das mal so erstmal. Okay. Dann gerne da auch wieder eine Straße rüber. Ich lasse mal noch die Sachen an. Ach ja, es hat jemand von euch geschrieben. Das stimmt. Ich bin ja doof. Es gibt ja Steinstraßen mittlerweile, die bestimmt sehr viel mehr Geschwindigkeit bringen. 19 Steine. Wie viel haben wir gerade? 300. Na los, dann bauen wir mal. Was ist hier? So, Steinstraße, können wir das jetzt aus... Ja doch, wir können es ausbauen. Dann machen wir das doch mal, zumindest mal die Hauptwege wieder. Irgendwie ist das manchmal so ein bisschen, ne, dieser eine, der... Oh, Länge 55 geht scheinbar nicht. Wo willst du denn hin? Nee, 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 nee. Ah, okay. Deswegen. Ja, hier ein Stück... Hier runter, maximal 20. Ah, nee, doch nicht maximal 20. Irgendwas anderes war da noch. Also das meine ich, ne? Wenn man hier so rüber zieht, ist es immer irgendwie so einer drüber. Wenn man nach da will, muss man immer hier hin. Aber das heißt irgendwie scheinbar, der Weg bis dahin braucht dann bis da oder sowas. Ah, Länge 30 ist das Maximum. So. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier die Hauptverkehrsader oder ob ich eine ganz merkwürdige Strecke gebaut habe. Aber das ist auch nicht so wichtig. Beziehungsweise, wir machen jetzt hier einfach weiter. Und machen hier die schönen Sachen noch zur Steinstraße. So, das haben wir schon gemacht, glaube ich. Oder vielleicht auch nicht. So, erstmal soweit, bevor ich jetzt hier eine ganze Folge lang Steinstraßen baue. Und dann sind wir in der Forschung auch schon lange wieder fertig. Da haben wir den Sonnenblumenanbau. Dann machen wir jetzt, wir haben 4000 Kohle ohne Ende. Das dauert nur 10 Tage. Dann machen wir mal Öllampen, Ölmühlen und so weiter. Dann müssten wir überlegen, wir haben Juni.
Die Felder sind alle noch fit. Mann. So. Die Felder sind alle fit. Kirschbäume und Apfelbäume blühen. Habe ich das schon mal gesehen hier? Was ist das? Tabak. Ach ja, richtig. Da haben wir jetzt Tabak angebaut. Und die Karotten habt ihr jetzt sein gelassen, oder was? Wir müssten so viele Leute haben. Wir haben jetzt 20, 84 Leute. Okay, pass auf. Wir machen noch den 9. Transporteur. Wir bringen den 6. Förster an Start. Wir bringen auch den 8. Bergarbeiter an Start. Noch einen Kräutersammler. Jetzt haben wir schon wieder angeblich nicht genug Arbeiter. Aber das finde ich erstmal gut. Jawohl. Und wir schauen uns aber nochmal die Häuser an. Wie sieht es denn hier oben aus? Mit Sicherheit Steuern findet ihr ganz schlimm. Aber liebe Leute, ich habe doch gar keine Steuern extra drin. Wie kann ich euch das denn leichter machen mit den Steuern? Weil das sind ja alles keine Steuern, die wir hier angesetzt haben. Und auch das hier ist doch der Unterhalt und nicht steuermäßig irgendwas. Den Tribut. Quatsch, Pflichten und Tarif haben wir gar nicht an. Was haben wir denn noch an? Die Marktgebühr ist doch auch nicht... Er hat keinen Einfluss auf die Steuern angeblich. Forschung ist abgeschlossen. Machen wir die Ölmühle gleich hinterher. Und sollten jetzt die Möglichkeit haben, hier in der Werkzeugstube Öllampen herzustellen. Wie schön. Aber vielleicht bräuchten wir da einfach eine zweite. So, Felder. Wollen wir jetzt hier noch mehr Obst? Also bald ist es Schluss mit Feldern. Das heißt, wir müssen uns relativ zügig eigentlich hier runter bewegen. Oder halt wirklich schon Felder hier anbauen. Ja, hier rüber halt, ne? Wie weit gehen denn diese Brücken? Große Holzbrücke. Holzbrücke, große Holzbrücke, große Steinbrücke. Maximale Länge 50. Und hier 34. Also wenn wir jetzt mal gucken... Bei so einer Brücke. Das sind 123. Das wird eng. Also man müsste sonst... Kann man hier so einzeln drüber? Das glaube ich nicht, ne? Hallo? Große Brücke. Kannst du nochmal starten? Nee, das ist ja alles sehr, sehr weit. Also hier sollte es gehen... Genau. Das sind allerdings auch, also da bräuchten wir schon die große Steinbrücke für den Spaß hier. Das sind 400 Steine. Aber das ist ja cool, dass das geht, aber es ist weit weg. Wir haben nämlich schon echt viel hier ausgebaut. Also diese Ranch muss hier raus. Das sehe ich jetzt schon. Können wir gleich eine neue machen. Können wir gleich eine neue machen? Vielleicht machen wir die... Wo machen wir die denn? Oder wir bauen hier oben Ranches. Aber wenn hier unten dann alles voller... Das muss ja alles hierher transportiert werden. Oh Gott, das wird ja dann irgendwann echt eng. Verflixt. Das Problem hatte ich, glaube ich, noch nicht so richtig erkannt. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt... Also wenn wir mal sagen, wir wollen noch eine Obstgeschichte machen oder Apfelwein produzieren, dann brauchen wir schon eine ganz schöne Ecke noch. Die Sammlerunterkunft können wir natürlich noch rausschmeißen. Ein Lager sollten wir irgendwo schon noch haben. Die Jagdhütte. Ach, guck mal, die Jagdhütte haben wir noch gar nicht ausgebaut. Das machen wir mal schnell hier. Produktion im Winter erhöhen. Lederproduktion erhöhen. Auf Stufe 3. Und den Metzgermeister bringen wir auch mit ran. Produktion von Wildfleisch plus 50%. So. Also, und du arbeitest noch auf guter Effizienz, auf 200%. Schießt du die Schafe hier, oder was? Interessant, dass der da so gut arbeiten kann, mitten zwischen unseren Feldern. Aber wer weiß, vielleicht fängt der auch einfach Hasen. So, Ölmühle haben wir. Optimierte Destillation erhöht die Produktion der Destillerie, wenn sie an einen Obstgarten angrenzt. Okay, ich mache erstmal das Juweliergeschäft, weil das vergesse ich wieder. Aber Destillation am Obstgarten macht auch Sinn.
Moment, ich kann es auch damit machen. 1, 2, 3, weg. So. Wir haben aber ja die Destillerie sogar hier am... Nee, was? Nur am Obstgarten oder am Feld? Wenn sie an einen Obstgarten angrenzt. Naja, gut, okay. Das geht also nur das gilt nur für den Apfelwein, den wir aber durchaus hier jetzt mal machen könnten, ne? Da oben noch eine Destillerie. Lagerbestand. Dann bräuchten wir hier nochmal ein Lager. Das nächste ist nämlich hier. Die sind auch noch völlig ohne Straßenanbindung hier, die Leute. Obwohl, das ist vielleicht für die Einsiedler ein bisschen. Also, wenn wir jetzt noch eine Destillerie bauen, könnten wir zumindest mal gucken, wie das dann aussieht für... Oh Gott, ey, was es alles gibt. Braucht aber nochmal... Nee, die braucht doch jetzt keinen Weizen. Moment, ich muss mal hier gucken, was passiert. Wir könnten auch... darf ich dich ganz kurz... Warte mal, ich pausiere mal. Ich hoffe, dass das jetzt nicht sofort dann alles abbricht hier, aber kann gut sein. Also hier brauchen wir Feuerholz, Münzen und Weizen. Hier brauchen wir das gleiche mit Äpfeln. Hier brauchen wir das gleiche mit Trauben. Und hier brauchen wir das gleiche mit Pflaumen. Okay. Also wir könnten natürlich haufenweise Alkohol herstellen. Für jede Gruppe etwas. Wein ist für die Luxusleute. Apfelwein für dich. Bier hier und Weinbrand auch hier. Na gut. Also Apfelwein wäre schon sinnvoll. Und die Kämme können wir auch machen. Ach, und die Öllampen sind auch für euch. Na, dann sollten doch die Kaufleute... Wir haben ja noch nicht so viele. Ist doch alles nicht so kompliziert. Was redest du denn? Ich forsche einfach weiter. Ich forsche einfach weiter. Gibt es hier irgendwas, was die Steuern verringert? Unterhalt von Bäckereien, Destillerien, mit Lebensmitteleinschränkungen, Versorgung mit Nahrungsmitteln für alle deine Bürger. Aber dann fällt die Gesundheit. Erhöht die Steuern für die Adligen. Ja, schöne Sache. Ach, wisst ihr was, wir machen mal hier hinten weiter. Achso, wir sind noch am Forschen, oder was? Ach, das Juweliergeschäft ist noch gar nicht fertig. So, dann verkloppe ich nochmal was. Es ist September, wir haben genug. Definitiv haben wir genug. Wir können mal ein bisschen sogar wieder rausnehmen aus dem Sägewerk. Und verkloppen auf dem Hafen oder im Hafen. Ja, jetzt ist wieder an der Zeit. Jetzt können wir wieder 600 Kräuter losschicken. Dann haben wir immer noch 1200 und hier machen wir das mit den Möbeln, was wir ja schon öfter gemacht haben. 60 hier. Bauholz nicht. Werkzeuge können wir nochmal verkaufen. 100 oder 200. So, dann hätten wir noch Platz für 100. Ah, jetzt ist Tabak da. Okay. Weizen, Wolle, Hafer, Ziegelsteine, Kohlköpfe. Ach, was wir alles haben. Kürbisse. Ich wollte noch eine verarbeitende Sache verkaufen. Wo ist denn das jetzt hin? Töpferwaren. Ach so, die haben wir gerade gar nicht so gut. Na gut, dann verkloppen wir noch ein bisschen Weizen, bisschen Hafer, bis wir hier bei 300 sind. Was war da jetzt? War die Forschung fertig? Ja, das Juweliergeschäft für die Produktion von Kämmen ist fertig. Dann machen wir jetzt das Wachhaus hinterher. Okay. Und das Juweliergeschäft. Boah, jetzt haben wir fast alles freigeschaltet, außer Goldmine, Münzanstalt, Parfümerie und Schneiderei. Also, das Juweliergeschäft. Kämme und Schmuck. Woraus produziert es das? Es steht da Münzen, Eisen, Werkzeug, Bauholz. Aus Eisen machst du Kämme? Interessant. Können wir uns das leisten? Ich glaube schon. Wir könnten das sogar hier oben. Das passt dann doch sogar hier irgendwie mit dazu zum Werkzeugmacher. Mache ich mal ein Juweliergeschäft hier oben rein. Es scheint keinen Umkreis zu haben. Ich gehe mal davon aus, dass wir, wenn wir das da jetzt aufbauen, dass wir das dann hier einlagern und dass das dann für alle gut ist. So stelle ich mir das vor. So, und der Förster, ja. Aber es sieht ja noch alles okay aus.
Wir hacken etwas weniger klein, wir haben auch mehr Kohle, 5000 Lebensmittel. Zum Glück haben wir Platz genug. Ach, ich will immer am Marktplatz gucken, wie viel Platz wir haben. Das macht keinen Sinn. Wir haben mittlerweile 27.000 an Platz. Okay, und 70 Kinder, muss man auch mal dazu sagen. Zufriedenheit, alles gut, außer die Steuern. Wie kriegen wir denn die Steuern runter, verflixt? Wir können ja nur Steuern erhöhen, so wie ich das sehe. Also, es muss ja in der Wirtschaft sein. Tarif, Steuern, Bauern minus 0,5. Das heißt doch, dass sie mehr bezahlen müssen, oder sehe ich das falsch? Das ist auch mehr. Steuern minus heißt immer, sie finden es schlimmer. Hier, Steuererleichterungen. Alles klar. Den Reichtumsrabatt. So, das sind zwei, die wir gebrauchen könnten. Ansonsten ist alles schlecht für die Leute. Okay, den Reichtumsrabatt und die Steuererleichterung. Hier sind sie. Na gucke, dann machen wir doch das Gasthaus. Dann können wir vielleicht den Leuten ein bisschen was geben. Vielleicht finden sie es auch blöd, weil wir so reich sind, dass sie deswegen keine Steuern zahlen wollen. Boah, was haben wir denn hier? 700 mal Tabak, ja gut. Tabak finde ich ja cool, dass das einfach so geht. Das ist ja die einfachste Luxusressource ever. Dass man denen einfach nur die Blätter geben muss. So, und dann sollten wir hier noch eine Steinstraße bauen, damit auch der Transport schneller geht. Aber das machen wir beim nächsten Mal. In der Unterkunft wohnt schon keiner mehr. Hervorragend. Sehr gut. Also, es bleibt viel zu tun. Es geht langsam voran, aber ihr seht ja warum. Und, ja, ich finde, es sieht gut aus. Die Ranch muss weg. Die Schafe müssen woanders hin. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.